Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, jetzt ist hier gerade was reingeschneit. Julzeit. Eine zarte Schneedecke hat sich über unser Dörfchen gelegt und die dunkelsten Tage sind angebrochen. Dein Clan hat die Siedlung geschmückt und ein traditionelles Julfest vorbereitet, um für gute Laune zu sorgen. Schließe dich den Feierlichkeiten an und genieße ein warmes, metgetränktes Jul. Ja, ich würde mal glatt behaupten, nö, ist nicht, weil ich habe davon auch schon gehört, dass das wohl irgendwie vor ein oder zwei Wochen angefangen hat. Ich konnte jetzt leider auch eine ganze Weile nicht spielen. Naja gut, es sind halt Feiertage und Weihnachten und so, ne? Ich muss allerdings dazu sagen, mir wurde gesagt, dass man das Julfest nicht machen kann, wenn man die Story nicht komplett abgeschlossen hat. Und da wir ja gerade noch mittendrin sind, die Story zu spielen, interessiert mich das jetzt sowieso alles nicht hier. Keine Ahnung, was ich da gerade für Verzierungen bekommen habe, sagt mir jetzt gerade gar nichts. Ich muss auch gerade mal eben schauen. Moment, den Galgen erdrosseln. Genau, das war das. Da hinten in die Richtung muss ich. Ich sollte aber vielleicht mal gucken. Es scheinen keine... Hey! Gutes Volk von Winchester, öffnet eure Augen. Seht, wie Alfreds hochtrabende Ideale in diesem Morast menschlicher Unvollkommenheit versinken. Die Gefangenen, die heute vor euch stehen, leben nicht nach Alfreds Gesetzen. Sie stellen sich über sie. Sie suhlen sich im Dreck und folgen nur ihrer eigenen Verderbtheit. Hubert hat, völlig vernebelt vom Ale, unseren Bischof Elchfried verleumdet, den frommen Diener von Winchester, sogar jetzt, wo er kalt in seinem Grabtuch liegt. Elchfried war kein Mann Gottes. Er wird für seine Sünden brennen. Dein Weib ist ein boshafter Besen, Hubert. Ist hier auch nur einer, der nicht von ihrem ranzigen Met gekostet hat? Wann bist du endlich fertig, Selwyn? Wenn du ganz Winchester hingerichtet hast? Eine berechtigte Frage. Erinnert mich gerade an Deutschland. Winchester hat sein Urteil gesprochen, Hubert. Möge Gott deiner verdorbenen Seele gnädig sein. Wieso greife ich nicht ein? Wo ist denn der Kerl jetzt? Oh. Wer falsches Zeugnis ablegt, kann nicht erwarten, seine Zunge zu behalten, um unsere Gesetze und die Erlasse des Königs. Kann ich oben drüber gehen? Ja, eigentlich ja, ne? Wer hat das Recht über das Schicksal der Verdorbenen zu entscheiden? Winchester gibt es keine Freiheit mehr. Niemand ist vor seiner Klinge sicher. Das stimmt. Ich brauche auch mal eben einen besseren Überblick, beziehungsweise möchte mich mal eben von hinten anschleichen. Ich kann da rüberspringen. Okay. Da möchte ich immer runter. So, wo ist er jetzt? Nein, jetzt läuft er da hinten rum. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Kommt er jetzt wieder? Der ist jetzt... Och nee, das ist nicht euer Ernst, oder? Der ist jetzt abgehauen. Oh, wofür mache ich mir denn die ganze Mühe hier extra? Das ist jetzt ernsthaft nicht euer Ernst hier. Jetzt wollte ich den mit einem Schlag platt machen. Mich so schön von oben anschleichen.
komm. Schütze deinen Diener, Winchester. Nein, hier wird niemand mehr geschützt. Auch nicht das Warzenschwein. Los, mach das auch noch platt hier. Nein, ich bin gerade den Tod am Bestätigen. Ihr Arschlöcher. Wer hat mich denn da jetzt erwischt? Ach die. Ja gut, dann müssen wir es halt. Bring den Hund zu Fall. Er ist der schlimmste Verbrecher von allen. Ja, komm, lauf. Ja, weich bloß nicht aus, genau. Ich führe euch. Was kostet dein Leben? Doch. Weiter. Wir lassen uns nicht. Na los. Warum weicht die nicht? Achso, ich habe kein Dings. Okay. Ich unternehme doch gerade was, Leute. So. Ich hoffe, die anderen wollen jetzt nicht noch was von mir. Ich muss jetzt mal eben den Tod hier bestätigen. Geht doch. Du entstellst die Gerechtigkeit. Du wagst es, des Königs Henker zu töten. Du hast dein Werk nicht in Elfreds Namen verrichtet. Du bist der Henker des Ordens. Du hast durch den Schleier gelinst und doch nichts erkannt. Elfreds Gesetze sind der Fiebertraum eines Sklaven. Er bietet Bettlern einen Platz an seiner Tafel. Lässt die Schwachen die Starken verschlingen. Wer sollte über das Schicksal der vielen Verdorbenen urteilen, wenn nicht die wenigen Starken und Würdigen? Wer sein Volk beschützen will, muss den eisernen Handschuh anlegen. Du trittst freien Menschen in den Rücken, nicht jenen, die es verdienen. Der Orden verurteilt alle Menschen zum Leiden. Denn sie alle sind nur ein Schatten der Perfektion, die wir sein sollten. Die Perfektion der Ältesten. Du bist nur ein Mensch, Grebe. Ein toter Ast in einem sterbenden Baum. Ich sollte sehen, was Goodwin über die Feder in Erfahrung bringen konnte. Ja, der Typ ist irgendwo hinter der Mauer, okay. Warum die normalen Wege nehmen, wenn man auch hier rumgehen kann, ne? So. Da oben sind Gegner. Vielleicht sollte ich mich doch mal ein bisschen in höhere Gefilde begeben. Aber da der doch recht in der Nähe zu sein scheint, denke ich mal, hoffe ich mal. Und schon sieht man ihn wieder nicht mehr. Moment. Breite deine Flügel aus. Richtung Kirche da hinten. Okay. Ja. Ich denke mal, dass da jetzt eher niemand im Weg sein sollte. Was auch. Was ist denn mit euch hier, Jungs? Du meine Güte, ich kann gar nicht hinsehen. Ja, ich auch nicht. Was geht denn hier ab? Ich klaue mir mal einfach ein bisschen zu essen. Tut mir leid, meine lieben Hündchen. Ja, jetzt habe ich gerade ein bisschen die Orientierung verloren. Moment, in welche Richtung? Achso, direkt hinter dem Mauer. Was siehst du da oben, Sühnen? Wo ich natürlich wieder nicht durchkomme. Der Himmel wird den Rauch von Elchfrieds Feuer in sich aufnehmen. Sehr da drin. Aber er soll
Ein froher Sinn ist gute Medizin, doch ein betrübter Mut vertrocknet das Gebein. Lehrt euch Magister Bata nicht die Schriften? Magister Bata ist Pferdekacke! Und da ist die Axt, mit der ich Fliegen fangen wollte. Du hast dich aus deinem Versteck gewagt. Und du hast meine Stadt ins Chaos gestürzt. Ich hatte gehofft, du würdest den Lehren deiner feinsinnigeren Götter folgen. Unsere Götter sind nicht feinsinnig. Wenn der Galgen tot ist, ist das vielleicht Grund zu vorsichtigem Optimismus? Ja, ich habe nur das getan, worum er mich gebeten hat. Und ganz ehrlich, ich habe zu lange nicht mehr gespielt, um das jetzt noch zu wissen, dass ich da ein bisschen besonnener hätte vorgehen sollen. Aber ganz ehrlich, ich wollte ja von oben, wollte ich ihn ja eigentlich, naja gut, vor den Augen aller umbringen. Das war vielleicht auch nicht ganz so feinfühlig. Ich habe mich nur an die Vereinbarung gehalten. Wenn dir deine Krone zur Last wird, nehme ich sie dir gerne ab. Verzeiht meinen Ausbruch. Gott hat mir ein Feuer ins Herz gepflanzt. Doch die englische Sprache ist ein Instrument, das schon lange nur schiefe Töne spielt. Wir alle wollen das Los unserer Völker verbessern, nicht wahr, Eivor? Ihr genau wie wir. Es bleibt noch die Feder. Was wissen wir? In Westsexe herrscht ein schleichender Verfall der Bildung. Wir genießen den Dienst weiser Männer. Doch das Studium der Weisheit haben wir vernachlässigt. Und das weiß die Feder zu nutzen. Da wehrt sich jemand gegen deine Reformen, Alfred. Er ruft die Kinder zu den Waffen. Was? Jetzt wissen wir, warum sich so viele in den Straßen rumtreiben. Wild und ungebändigt. Ich rede mit ihnen. Mal sehen, wohin uns das führt. Gut. Komm zu mir in die Schenke, wenn du fertig bist. Und versuche ihnen nicht allzu viel Angst einzujagen. Wir Nordweger sind der Stoff, aus dem die Gruselgeschichten eurer Kinder sind. Ich kann nichts versprechen. Hm. Ich sehe dich, Kind. Komm. Salvin, der böse Greve. Ich habe gesehen, wie du ihn bestraft hast. Er hat vielen wehgetan. Ja. Er hat meine Mutter zu Tode gequält und ihren Glücksbringer gestohlen. Hast du ihn gesehen? Auf ihm ist ein Baum eingraviert. Er ist das Einzige, was mich an sie erinnert. Ja, ich habe keinen Anhänger gefunden. Hört sich jetzt so an, als ob sie das damit abtun will. Soll mir ihr Geld anbieten? Aber das ist natürlich schwer zu kriegen hier in Assassin's Creed, deswegen naja, vielleicht kann sie damit irgendwas anfangen. Aber das hört sich auch so doof an, so nach dem Motto, ich habe Geld für dich, dann ist deine Erinnerung weg. Ich sag ja lieber, dass ich keinen Anhänger gefunden habe. Tut mir leid, ich habe keinen Anhänger gefunden. Hast du dann etwas Silber? Für meine Mühen. Das hätte nicht denselben Wert, oder? Dreckige Metze! Möge Gott dich mit Beulen im Gesicht strafen! Flink doch nur eine kleine Mops. Schlampe. Wirst du mich zur Feder führen? Sowas würde ich natürlich nicht zu echten Kindern sagen. Oh, Moment, ich glaube, ich soll da hinterher. Das war mal echt ein mieses kleines Dreckstück. Soll sie verfolgen. Die Frage ist nur, läuft sie noch weiter oder? Sie hat mich wahrscheinlich gesehen, oder? Kann ich hier irgendwas machen, dass ich untertauche? Ach so, befrage die Kinder über die Feder. Okay, welche Kinder? Die Kinder hier. Moment, dann muss ich mal eben den Typen ausschalten. Na los, du Bengel, gib den Apfel zurück. Apfel? Ich. Bengel!
Du stiehlst Äpfel, hm? Äpfel reichen nicht, ich wachse. Hast du vielleicht Hühnchen? Nein, aber vielleicht kannst du mir sagen, was du über die Feder weißt. Die Feder? Gott, bist du mutig. Finde Elwin und Wiegbert, die sehen hier alles. Elwin und Wiegbert. Wo sind die? Er ist so mutig. Bleib mal stehen. Stopp. Nein, ich will hier nicht untertauchen. Och Mann. Ich will mit dir sprechen. Hallo. Bleib mal stehen. Dieses Ding. Hallo. Hey, du kleiner Langfinger. Halt dich da raus. Ich verhungere. Okay, das war anscheinend keiner der beiden. Kann ich die irgendwie so schneller finden? Ich muss sehen, was du siehst. Genau. Da läuft einer Richtung Tor raus. Er ist so mutig. Ja. Ey, hallo. Allmächtiger, ihr werdet ganz Winchester in Brand stecken. Ätschi, bätschi, Bob, Bein. Mich kriegst du nicht. Bei Gott, da würde ich lieber wieder Mist in Möllbrin schaufeln. Glaubst du an die Seele? Einen Teil von uns, der nach unserem Tod bei Gott weiterlebt? Seit Bischof Elfried... Was ist das Mädchen? Der Junge, der ist so weit oben. Weit oben? Wenn nicht, werdet ihr es merken. Was, wie, wo? Ich muss einfach nur die Hand in das Mach schon erste Wert. Hä? Ich bin etwas verwirrt. Ich denke, ich soll hier hin. Sie hat gesagt, so weit oben. Ich gehe jetzt mal nach da oben. Ich bin jetzt irgendwie... tatsächlich verwirrt. Wo sind die denn jetzt? Jetzt sind die da unten. Hä? Ich dachte, die sind so weit oben. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Wo sind die denn jetzt? Ach, Leute. Ernsthaft. Da unten sind die. Wieso hat die denn gesagt, so weit oben? Geh mal weg da. Hi. Kann ich mit dir nicht reden? Hallo. Du schon wieder? Ja. Kümmer dich um deinen Kram. Bist du Elwin? Du schürst das Feuer wie die flammenden Jötner. Es brannte schon, als ich ankam. Wirklich. An heißen Tagen passiert das eben. Und... oh, Wiegbert, du dummes Mondkalb. Rück ihn raus, Elwin. Wir wissen, dass dein kleiner Schatten ihn gestohlen hat. Was gibt's da zu glotzen? Dreht um und haut ab. Dann bleiben eure Eingeweide, wo sie sind. Schon gut, war nicht so gemeint. Haltet euch aus Ärger raus. Kann ich jetzt mal mit denen sprechen? Danke. Ja, geschieht ihnen recht. Du hast ein Händchen für Ärger. Und ich winde mich aus allem raus wie ein Aal. Warum folgst du mir? Ich suche die Feder. Also frage ich euch, seine kleinen Handlanger. Wir? Handlanger der Feder? Du weißt gar nichts. Ist das so? Das waren die Schläger der Feder. Dank dir sind die mit eingekniffenem Schwanz davongerannt. Dann verdankst du mir wohl dein Leben. Sie ist mutig und stark. Vielleicht kann sie uns helfen. Ihr arbeitet also nicht für die Feder? Wir stehlen, um zu überleben und der Feder zu entgehen. Aber du weißt, wo ich ihn finden kann. Die kriechen aus der Kloake wie die Ratten. Na los, gib ihr, was du gestohlen hast. Vielleicht kann sie uns retten. Viel Glück, Dänen. Lass dich nicht verstümmeln oder so.
Na, die waren ja nett. Finde die Feder und töte sie. Der Eingang zum Versteck führt durch die Kloake. Ich ignoriere jetzt mal das Gold hier in meiner Nähe. Da hinten. Okay. Sieht aber nicht so aus, als ob jetzt hier irgendwie die Handlanger der Feder wären. Aber ich glaube, an der Tür sind wahrscheinlich wieder Feinde, ne? Ich gehe mal stark von aus. Oh, ich sehe da schon wieder so ein... So, das ist unter mir. Die große Frage ist jetzt, muss ich da hinten durch oder muss ich hier durch? Okay, da ist es zu. Also vermute ich mal, dass ich da hindurch muss. Ich sollte nach kleinen Fallen Ausschau halten. Hier schon? Oder erst da auf deiner Seite? Wie kann ich Fallen denn erkennen? Gar nicht. Wahrscheinlich, ne? Also bei meinem Glück wahrscheinlich eher gar nicht. Dann wollen wir mal gucken. Ich habe heute gar nichts bekommen. Mhm. Alle sind tot. Sachen. Deshalb aber muss ich auf der Straße Barter leben. Stehlen ist Unrecht. Hä? Mit dir habe ich doch gerade gesprochen. Ich werde König Alfred heiraten und dann wird er mich aus diesem Loch rausholen. Ja, genau. Träum du mal weiter. Es gibt nie genug zu essen. Ich habe immer Hunger. Da ist noch ein Loch. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Das wollte ich gar nicht. Ich habe die Taste nicht mehr vom Pfeifen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Nein, geh wieder weg. Geh weg. Dein Höllenfeuer wird dein Fleisch verzehren. Tolles Attentat, ehrlich. Warum pfeife ich denn nach dir? Na komm. Na komm. Es dauert mir sowieso viel zu lange, wenn ich das mache. Jetzt komm. Ich will das ja nicht zu laut sagen, aber noch habe ich keine Falle gesehen. Na komm. Sehr schön. So, Moment, das war irgendwo geradeaus runter. Ach da, okay. Schätze mal, hier könnten aber Fallen sein. Auch wenn ich keine Ahnung habe, welche Art die sein sollen. Nein, was macht die denn? Das sollte sie ja gerade nicht machen. Ach so, ist eh eine Sequenz. Ich schätze, das könnte ein Bosskampf werden. Dumme, dumme Dänen. Weiß nicht, dass sie eine Frau sucht. Na, na, Elvin. Nicht alle können so gewitzt sein wie du und ich. Die meisten sind einfacher gestrickt und sehen uns als das schwache Geschlecht. Eine Stute, die Unschuldige jagt, und du wagst es von Stärke zu sprechen. Wie wenig du weißt. Schützt eure Herrin! Scheiße, ich zertrümmere dich. Na komm.
Hallo, ich bin ausgewichen. Vorsichtig! Verfluche dich! So. Haben wir das Schlimmste schon mal hinter uns? Was war das denn gerade? Ja, los, hau zu. Elfried, möge dein Dach nicht. Kann ich hier auch einfach hinterherjagen? Bis die anderen irgendwann weg sind? Das wäre jetzt für mich am einfachsten und schnellsten. Elfrieds Dach? Flieht sie zum Haus des Bischofs? Lauf doch mal! Hier habe ich das Gefühl, meine Ausdauer ist weg. Hey, Moment! Komm, dreh dich jetzt endlich! Wo ist sie denn jetzt? Weg da. Zeig dich, Geschöpf des Schattens. Bleibt wachsam. Die Dänin will meinen Tod. Zeig dich, Mörderin. Ja, kommt die auch hier runter, oder? Komm, du räudige Hündin. Na komm, kann ich dich so locken? Komm. So geht's auch. Komm, Kind. Erzähle mir, was du erfahren hast. Und Mutter wird dich belohnen. Feigling! Du lässt Kinder für den Orden spähen und stehlen. Um sie zu formen. Gib mir ein Kind vor dem 7. Jahr. Ich gebe dir einen Mann. Oder eine Frau. Doch was nützen Buchstaben, wenn ein Kind seinen Namen nur in den Dreck ritzen kann? Was nützt einer Frau Weisheit, wenn sie nur am Herd steht? Ich habe Elwin so viel mehr beigebracht. Sie vor einem unwürdigen Leben bewahrt. Sie wird im Orden Erleuchtung finden. So wie ich einst. Könnte ich sie alle retten, würde ich es tun. Doch das kannst du nicht. Du hast zu viele verdorben, um zu wenige zu retten. Mein Orden ist der einzige Weg in die Zukunft. Er kann unseren Durst nach Wissen stillen. Wenn Elfrids Sklavenreligion erst besiegt ist. Und was würdest du für unbegrenztes Wissen opfern? Ein unbezahlbares Geschenk. Wer könnte es ablehnen? Nicht ihre Unschuld.
Odwin wollte mich bei einer Schenke in der Nähe treffen. Sind die jetzt alle weg? Haben die mich gesehen? Nein, sie haben mich nicht gesehen. Okay, dann, wo muss ich denn hin? Schau mal eben. Ja, da würde ich einfach mal sagen, ich reise mal schnell dahin. Das geht wahrscheinlich schneller, als mich da jetzt durchzuschleichen. Und sehe euch gleich wieder. So, irgendwo hier in der Nähe muss er sein. Das sind schon wieder Wachen. Ich kann ja mal eben schnappen, fällt mir gerade ein. So. Da hinten ist er. Keine Wachen in der Nähe. Sehr schön. Hallo, ich will mit dir reden. Och, Leute. Dann geh doch nicht auf diesen dämlichen Stuhl, sondern sprich. Hier versteckt sich also die Gerechtigkeit, wenn sie müde ist. Verstecken? Himmel, nein! Und ich bin hellwach. Ich feiere, um der Feder den Übergang in die ewige Verdammnis zu erleichtern. Du weißt es. Hilda war nicht die Einzige mit Augen in Winchester. Meine Späher haben mir vom Racheengel berichtet, der die Unwürdigen straft. Man gab mir schlimmere Namen. Gelobt seist du, Eldorbana. Das heißt Zerstörerin des Lebens in unserem Dialekt. So saß ich beim Mörder der Meinen. Mit Honigwein in meinem Horn und den Augen auf der Tür. Den Tod erwartend, ohne Furcht. Bei mir bist du sicher, Dänin. Vorerst. Wenn der Met frisch und die Luft kühl ist, findet man schnell einen Freund. Manchmal gar unter seinen Feinden. Ja, gut, das Letzte ignorieren wir jetzt einfach mal. Ich weiß ja nicht, was sie jetzt meint. Ich nehme mal an, dass sie das jetzt nicht doppeldeutig meint. Ich könnte jemanden wie dich in meiner Siedlung brauchen. Mit Tinte an den Fingern und doch nicht ohne Ehrgefühl. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich würde mich gern mehr dem Studium und der Anwendung der Gesetze widmen. Der Krieg bringt eine gewisse Müdigkeit mit sich, die ich gern abschütteln würde. Unmöglich. Selbst im Tod werden unsere Schlachten weiter toben. Das ist der Lauf der Dinge. Ich muss dir danken, bevor mir das Eil die Sinne vernebelt. Du hast den Orden dezimiert und Englerland die Hoffnung auf Einheit geschenkt. Es muss ein sehr saurer Apfel sein, dass ihr nun die letzten Feinde von Winchester seid. Och, naja. eine Belohnung würde meinen Schmerz lindern. Ja, das auch, aber wir fragen jetzt erstmal, na gut, Alfred. Könnte man auch nachfragen, aber... Bist du sicher, dass der Sachs tot ist? Der Bischof ist tot. So viel ist sicher. Und wenn der Bischof der Sachs war, dann ist der Sachs tot. Das sind die Abhängigkeiten, denen wir Sterbliche unterworfen sind, nicht wahr? Fällt mir schwer zu glauben. Es gibt zu viel Theater in Winchester. Überreizte Gebete, trauernde Frauen. Nun, erweise ihm deinen Respekt und überzeuge dich selbst davon. Die Beerdigung ist heute. Wenn er tot ist, nehme ich mein Silber und gehe. Doch wenn er lebt, ist es noch nicht vorbei. Sei gewarnt, Eivor. Er ist als Leiche schon mächtig. Falls er lebt, ist er noch gewaltiger. Ob du nun eine Leiche findest oder für eine sorgst, erstatte mir beim Vitenagemot Bericht. Okay, ja, aber... Oh, da hinten sind wieder welche. Aber ich würde sagen, dass ich mich erstmal für diese Folge verabschieden werde. Ich hocke mich jetzt ins Gebüsch, damit ich mich in Ruhe verabschieden kann und nicht wieder irgendeiner zufällig hier auftaucht. Ich werde mich erstmal für diese Folge verabschieden, damit das Ganze nicht zu lange dauert und ob der Sachs wirklich tot ist und ja, was auf der Beerdigung alles so passiert, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.